Die aktuellen Diskussionen im Zusammenhang mit dem Unglück von Fukushima, ob Kernenergie künftig noch ein Energieträger sein könnte, welche Alternativen es geben könnte, welche Bedeutung vielleicht erneuerbare Energien künftig übernehmen sollten. All das ist etwas, was in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen tagesaktuell und dann auch ein bisschen hysterisch und hektisch diskutiert wird, auch dann wieder vergessen wird, dass man vielleicht ganz andere Wege gehen könnte und das Energieproblem viel grundsätzlicher, viel natürlicher, viel umweltschonender und viel, viel preiswerter lösen könnte. Das wird etwas sein, worüber wir uns im Folgenden unterhalten wollen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Ich begrüße im Studio ganz herzlich Professor Dr. Klaus Turtor. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, über das Thema Raumenergie, freie Energie zu sprechen und vielleicht als ganz kurzen biografischen Einstieg, wie bist du an dieses Thema herangekommen? Was war es dir quasi in die Wiege gelegt, querköpfig sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auf dem Gebiet zu forschen? Was war so der Impuls, mit dem du gestartet bist? Vorab danke ich dir und dem Alpenparlament erst einmal ganz herzlich, dass ich mein Thema hier vor so großem Publikum darstellen kann. Mein persönlicher Zugang: Ich bin kein Querkopf, ich war nie Querkopf, ich will einfach nur Gutes tun. Das reicht, um Querkopf zu sein. Ich fürchte, das ist so, das habe ich inzwischen auch gemerkt. Als ich damit anfing, hatte ich einen Lehrstuhl für Physik und kein Forschungsgebiet. Also ich durfte mir irgendwas aussuchen. Und es war damals vor 12 Jahren durchaus noch nicht klar, dass es je Richtung Energie gehen würde, sondern ich habe gedacht, ich befasse mich mal mit den philosophischen Grundlagen. Was ist eigentlich Materie? Was ist eigentlich Zeit? Was ist eigentlich Raum? Ich mache nie wieder Physik, ich mache Philosophie. Und so nach ein paar Wochen kommt meine Frau und schaut meine Aufzeichnungen an und sagt, na, für Philosophie gibt es da enorm viele Formeln. Und ich war doch wieder mitten in der Physik gelandet und bin am Raum hängen geblieben. Und so habe ich angefangen zu verstehen, was ist eigentlich im leeren Raum die Vakuumenergie. Und dann hat es bei mir den Klick gemacht, das glaubt mir keiner, wenn ich es nicht beweisen kann. Und so kam ich dazu, das Ganze dann auch experimentell zu verifizieren. Also insofern bist du, wenn man das richtig sieht, auf ganz uralten Spuren gewandelt. Denn die Frage, was uns hier umgibt, diese Frage ist ja nicht eine, die im 21. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert zum ersten Mal gestellt wurde, sondern das ist ja eigentlich eine ganz alte. Ja, ein Stück weit habe ich mich damals auch verstanden in der Tradition der alten griechischen Naturphilosophen. Und dass es da eine Anwendung gibt für Energienutzen, das kam erst viel später, als ich dann das Experiment gemacht hatte und bewiesen war, die Energie kann man nutzen. Dann kamen plötzlich unheimlich viele Menschen auf mich zu und haben gesagt, ja, dann lass uns das doch machen. Du hast ein paar Folien mitgebracht. Die erste Folie befasst sich jetzt einfach nur mit ein paar Hinweisen, nein, mit ein paar Hinweisen, die man an Vorträgen, wir können angesichts der Bedeutung und der Größe der Thematik heute natürlich nur so etwas ankratzen. Insofern weisen wir gerne auf Vorträge, die du in YouTube reingestellt hast, hin und die da nochmal deutlich in die Tiefe gehen. Wir werden nachher auch noch deine Internetadresse einblenden, wo man eben auch da entsprechendes sehen kann. Das vielleicht als Einstieg und dann im Neck die nächste Folie bitte. Die Tradition, in der die Forschungstradition und die Überlegungen und die Ergebnisse, die es da auch Die schon Tradition der Entdeckung genau. neuer Energieformen, könnte man sagen. Gut, die Wärme als Energie zu entdecken, hat ein gewisser Benjamin Thompson so um das Jahr 1800 plus minus 20, 30 Jahre herum gemacht. Der hat festgestellt, dass das beim Bohren von Kanonenrohren war es damals durch mechanische Energie, das Wasser verdampft ist, was man zum Kühlen benutzt. Und dann wurde ihm klar, dass die Wärme
eine Energieform ist. Und 100 Jahre später ungefähr, ein bisschen mehr waren es, kam dann Madame Curie und Albert Einstein von der Theorie her, die festgestellt haben, dass Materie eine Energieform ist, E gleich mc². Und nochmal 100 Jahre später stehen wir jetzt an der Entdeckung der nächsten Energieform, nämlich Raum ist eine Energieform. Ich bin neugierig, wie viele Energieformen noch kommen, aber zumindest ist mit der Aussage Wärme ist eine Energieform schon klar, Energie muss nicht mit Materie transportiert werden. Wärmestrahlung geht auch im Vakuum. Richtig. Und mit der Entdeckung Raum ist eine Energieform, heißt es, die Energie selber benötigt keine Materie. Also wir müssen nicht Materie kaufen oder verkaufen, um Energie zu kaufen. Wenn du jetzt aus dem, wir kommen da später noch dann ganz konkret auch auf dein Experiment, aus dem Raum Energie gewinnst, könnte das so klingen, als ob das ein Perpetuum mobile sei. Du sagst sehr richtig, das ist es das nicht, ist, aber vielleicht sollte man das einfach nochmal... Das könnte nicht so klingen, denn es wird tatsächlich der Raum verändert. Es gibt von der Russischen Akademie der Wissenschaften einen Arkadi Popov, der hat zwischen dem elektrischen und magnetischen Feld und Einsteins Feldgleichungen und der allgemeinen Relativitätstheorie einen Zusammenhang hergestellt, inwieweit das Extrahieren von Energie aus dem Raum tatsächlich den Raum verändert. Nur dass die Veränderung des Raums mit Lichtgeschwindigkeit von uns wegfließt, das heißt, was wir an Veränderungen erzeugen, verlässt die Erde in Richtung Universum mit Lichtgeschwindigkeit, sodass wir hier nichts davon merken. Das heißt, es wäre auch etwas, ich meine, wir reden über das Thema Nachhaltigkeit, wir reden über das Thema Endlichkeit von Ressourcen. In diesem konkreten Fall müssten wir uns in der Tat kaum oder überhaupt gar keine Sorgen machen mit dem, was wir dem Raum entziehen und dann umwandeln in Energie, dass da mal irgendwie, ich sag mal quasi, die Luft mal quasi irgendwann verbraucht wäre oder so. Das Universum ist doch wesentlich größer als die Menschen. Ja. Also wir sind vergleichsweise so winzig, ich vergleiche das immer damit, wenn Sie sagen, ich brauche Wasser und dann gehe ich zum Pazifik und nehme mit einer Pipette einen Tropfen Wasser raus und frage anschließend die Haifische, ob es eng wird. Ja. Dann ist eindeutig klar, die merken davon nichts. Ja. Und so ähnlich ist es auch... Also wenn die antworten aber auch nicht ehrlich dann, sonst wird es ungesund für dich. Die Haifische. Ja. Und so ähnlich ist, wenn wir von dem Universum die Energie wegziehen, die wir brauchen, das ist einfach so vergleichsweise wenig, das verteilt sich ja im Universum, dann merkt man davon nichts mehr. Also vor dem Hintergrund sind, und das ist eigentlich etwas, was ich als Einstieg gesagt habe, die Diskussion, die über die Endlichkeit von Ressourcen, fossiler oder abiotischer Brennstoffe oder was auch immer, sind diese Dinge, also wie ich mal so, Kilometer und Lichtjahre von entfernt, dass man sich da über den Ressourcenverbrauch keine Sorgen zu machen braucht. Die sind so völlig überflüssig. Wir müssten das gesamte Universum komplett in Energie umwandeln, also in Masse praktisch. Ja. Wir wissen aus der Astrophysik, das kommt auch auf einer der nächsten Folien, ganz so weit bin ich und ich erzähle es trotzdem jetzt schon mal, weil die Frage kommt. Wir wissen aus der Astrophysik, dass etwa 2/3 des Universums aus Raumenergie besteht, etwa knapp 30% aus bisher nicht erkannten Elementarteilchen und 5% des Universums aus sichtbarer Materie. Sichtbare Materie, das sind so Sachen wie der Tisch hier, wie wir, wie unsere Erde, aber auch Sterne, schwarze Löcher, alles 5%. Zusammen. 5% des Universums und etwa 65-70% des Universums sind reine Raumenergie. Und die müssten wir alle abpumpen, damit wir merken, dass die Ressource zu Ende geht. Gut, das reicht für die nächsten Generationen. Also da müssten wir ein Billiardenfaches von unserem ganzen Sonnensystem abpumpen und man merkt es immer noch nicht. Ja. Gut, also das einfach nur mal... Nicht bezogen auf Volumen, sondern bezogen auf schwere Masse. Richtig. Das einfach nur so als Vorstellung, damit sich man sich auch nochmal deutlich macht, dass wir hier über eine Energiemöglichkeit reden, eine Energieressource reden, von der man für unser Verständnis durchaus sagen kann, sie ist unendlich. Es ist noch nicht ist, also Einstein hat darüber philosophiert, ist das Universum endlich oder unendlich und kam zu dem Ergebnis, das weiß ich nicht, ich weiß nur, die Dummheit der Menschen ist unendlich. Das war seine Aussage. Ja. Aber so an und der unendlich Quadrat bei den Politikern. Aber so an der Grenze zu unendlich sind die Vorräte im Universum, die Energievorräte im Universum. Okay. Wir bleiben bei deinem Vortrag. Das ist auch nochmal ein Stück weit Rückgriff. Hier. Ja, das ist hier die Geschichte, wie man angefangen hat zu entdecken. Ja. Ich gehe mal 1000 Jahre zurück. Ich habe mich so ein bisschen in der Tradition der griechischen Naturphilosophen gesehen. Jetzt gucke ich mal 1000 Jahre zurück und dann ist dieser Raum hier, bis auf die Menschen und die Gegenstände, die hier sind, eigentlich leer. Ja. Und dann kommt Evangelista Torricelli
und entdeckt, das ist nicht leer, da ist ein Gas. Wir nennen es Luft. Und jetzt kann jeder von Ihnen selber mal hergehen und so eine Mineralwasserflasche nehmen aus Plastik und Luft abziehen und dann sieht man, dass die Luft von außen die Flasche zusammendrückt, ja, komprimiert. So, jetzt frage ich vor 100 Jahren nochmal, wenn ich ein Vakuumrezipient, eine Vakuumkammer nehme und pumpe die Luft raus, ist die dann leer? Und da stellt Kasimir fest im Jahre 1948, nein, sie ist nicht leer. Trotz des Vakuums. Trotz des Vakuums. Ja. Und das sind die sogenannten elektromagnetischen Nullpunktwellen des Quantenvakuums nach Kasimir. Und wenn ich die raussauge, dann werden die Platten zusammengepresst. Und das ist genau das Bild, was wir da auf der, ja, Folie sehen. Ja. Die Kasimirkraft steht da und die Platten werden tatsächlich zusammengepresst, wenn man die Wellen absaugt, die Nullpunktwellen. Also es ist sehr, sehr ähnlich wie das, was damals mit der Luft passiert ist. Und man hat Kasimir eigentlich nicht geglaubt. Evangelista Torricelli hat es zwar behauptet, aber Otto von Guericke hat in Magdeburg ja die Sache dann wirklich praktisch nachgewiesen mit den beiden Magdeburger, ja, Halbkugeln. Ja. Ganz witzig, als ich im Magdeburger Physikinstitut meine Experimente durchgeführt habe, sah ich im Foyer noch diese Kugeln liegen, sozusagen zur Begrüßung. Ja. Das war ganz lustig. Auf jeden Fall, da hatte ich versucht, mit Pferden auseinanderziehen zu lassen, um demonstrieren zu können, die Pferde sind zu schwach. Ja. Und genau das hat Kasimir nicht hinbekommen als Theoretiker. Und dann gab es den Steve Lamoureux von der Elite-Universität Yale. Der hat das 1997, also fast ein halbes Jahrhundert später, nachgewiesen. 1997, das muss man sich klar machen. Und dann hat die Wissenschaftler gemeint, aha, also, die Raumenergie ist im Experiment nachgewiesen, sogar mit einer Präzision von plus minus 5%. Jetzt müssen wir die akzeptieren. Und das Witzige ist, man akzeptiert sie. Und nicht einmal zehn Jahre später ist die Computerindustrie so weit, dass man sie berücksichtigen muss, die Kasimir-Kräfte, sonst würde die Fertigung der Mikrochips heute nicht funktionieren. Das heißt, die Wissenschaft weiß durchaus, ohne Wenn und Aber, dass es das gibt und geht damit um und produziert damit. Ja, natürlich. Auf der nächsten Folie, ja, sehen wir selbige Sache von Richard Feynman im Teilchenbild. Gerade eben habe ich immer von den Nullpunktswellen gesprochen, mhm, Wellenbild. Und dann können wir den Teilchen-Welle-Dualismus anwenden, können die Vakuumpolarisationsereignisse im Teilchenbild sehen, das ist Quantenelektrodynamik. Und da habe ich mal drei so Beispiele für Vakuumpolarisationsereignisse reingemalt. Also Feynman sagt, seit 1948, das leere Vakuum ist polarisierbar. Sonst kennen Sie das zum Beispiel von dem Dielektrikum im Kondensator, ja, die sind, ja, polarisierbar. Das geht auch mit Vakuum. Und auf der nächsten Folie, da habe ich dann gezeigt, wie viel Anteil des Universums aus reiner Raumenergie besteht. Das hat man gerade eben, das erzähle ich dir nicht nochmal. Ja. Das ist der grüne Anteil. Ja. Und wir beschäftigen uns einfach damit, dann können wir eigentlich gleich weitergehen. Nur das war rückwärts, wir müssen vorwärts gehen. Und die... Das, was du schon gesagt hattest, dass die Computerindustrie mit dieser Erkenntnis umgeht. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Computerindustrie damit umgeht, sondern es gibt ja ganz konkrete Produkte in unterschiedlichen Ländern, die mit diesen Erkenntnissen arbeiten und entsprechende Produkte auch auf den Markt gebracht haben. Aber hat. Ja, auf dem, ja, Markt ist noch ein bisschen schwierig. Gut, aber die sind offiziell gezeigt und zertifiziert. Ich sag mal so, wenn du eine klassische Bohrmaschine bauen willst, so wie Bosch oder Siemens, ja, das, ja, macht, die kann ich im Baumarkt kaufen. Dann vernachlässigst du die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen oder magnetischen Felder. Wenn man das doch berücksichtigt, dann kommt man zur Signallaufzeit der Felder. Und auch das ist in der Computerindustrie heute bei den Gigahertz-Prozessoren gang und gäbe. Und wenn man das nicht nur bei den Gigahertz-Prozessoren macht, sondern auch bei klassischen Maschinen, so wie wir das da sehen, dann kann man plötzlich Raumenergie wandeln. Also wenn wir diese Näherung weglassen, der Vernachlässigung der Laufzeit der Signale, dann können wir Raumenergie-Konverter basteln. So wie zum Beispiel Terawatt das gemacht hat. Ja. Das ist eine amerikanische Firma. Die haben einen Raumenergie-Konverter dargestellt und wir sehen die blauen Kurven als Leistungsinput, die violetten Kurven als Leistungsoutput. Das Ganze wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert. Und weil Wissenschaftler gern die unabhängige Reproduktion sehen möchten, auch, ja, noch von, ja, dem Underwriters Laboratories, angesehene amerikanische Zertifizierungsagentur, wir sehen bei der größten Drehzahl hier in dem Test 200 Watt Input und 600 Watt Output. Also das Dreifache. Also ein Wirkungsgrad, ja, von etwa 300% im, ja, Prinzip auf klassische Energie, sodass man sagen kann, die 400 hinzukommenden Watt, die kommen irgendwo aus einer unbekannten Quelle, aus dem Quantenvakuum. Und auf der nächsten Folie sehen wir, weil Wissenschaftler gerne die Reproduktion nicht nur am selben Gerät sehen möchten, sondern auch an anderen Geräten, ein australisches Gerät namens Lutec,
Die Société Générale de Surveillance, kurz SGS, ist immerhin das größte Zertifizierungsunternehmen der Welt. 59.000 Mitarbeiter, die haben dieses In Gerät Frankreich, getestet. ne? Muttergesellschaft aus Frankreich Ja. stammend, aber die haben das in der australischen Ja. Niederlassung getestet. Und wir sehen auf der nächsten Folie einen Wirkungsgrad von 1440%, also 10,1 Watt rein und 145 Watt raus. Also es besteht kein Zweifel, dass die Maschinen überall auf der Welt funktionieren. Dieses SGS Zertifikat hat dazu geführt, dass man das Ding inzwischen schon ungefähr ein Dutzend Mal in der Welt patentieren hat lassen können. Und eine Firma Evergreen Enterprises in Asien hat das jetzt aufgekauft und die wollen tatsächlich konkret zur Vermarktung gehen. Also wenn unsere Politiker weiter schlafen, bin ich da im Gegensatz zur Gentechnik, wie wir vorhin hatten, völlig unbesorgt. Die können schlafen hier in der EU so viel die wollen. In ein paar Jahren kaufen wir das Zeug aus China. Ja. Ist nur schade drum, dass dann unser Geld für die Energie wieder weggeht. Richtig. Das führt ja an sich fast, nicht fast, es führt zwingend zu der Frage, wie es dann eigentlich sein kann, dass angesichts auch der hier gezeigten Wirkungsgrade nicht sich Wissenschaft, aber auch jetzt auch Industrie selber mit Begeisterung auf eine solche Möglichkeit stürzen. Also jeder Universitätsbetrieb, jedes großes Industrieunternehmen hat gigantischen Energiebedarf, wenn man sich ansieht, was hier wirkungsgradmäßig möglich wäre, müsste doch eigentlich ein kluger Finanzchef und Controller in einem solchen Unternehmen sagen, also hier habe ich eine Alternative, die mir immense Kosten spart, immense Ja, Möglichkeiten offeriert. klar. Die Industriefirmen, die befassen sich damit heimlich. Die wollen natürlich nicht, dass die ganze Welt teilnimmt, sondern die wollen das für sich. Und dann wird es patentieren lassen. Da gibt es inzwischen schon über 5000 Patente, die irgendwo in Schubladen verschwunden sind, aufgekauft und weggemacht worden sind. Man braucht nur mal googeln, PES Wiki Suppressed. Also PES, PES steht für Pure Energy Systems. Ja. Das ist ein Wiki für Pure Energy Systems. Und wenn man dann eingibt, PES Wiki Suppression, dann findet man eine Internetseite mit, also ich habe es mir mal auf DIN A4 ausgedruckt, so im Stapel DIN A4 Seiten, die alles über unterdrückte Raumenergie, Patente und Forschung berichtet. Also die arbeiten gewaltig. Das heißt, es gibt die Forschung, es gibt die Ergebnisse, es gibt die Patente und es gibt dann diejenigen, die die Patente aufkaufen und in den Schubladen verschwinden lassen. Die gibt es, ja, natürlich. Das heißt, man müsste dann 20 Jahre warten, bis die Patentlaufzeit vorbei ist und dann wären die Sachen erst frei. Na gut, die Raumenergiemaschinen, die sind zum Teil noch viel älter. Das Problem ist, die Patente verschwinden so, dass man gar nicht mehr rankommt an das Zeug. Also ich habe Ach versucht, so so. alte Patente auszugraben. Beispiel Kohler-Maschine. Hans Kohler war 19, in den 20er Jahren, 1920, Ja. 20 Ungrad, 25, 28, sowas, Kapitän zur See und hat U-Boote damit versorgen wollen. Hat auch zu diesem Zweck einen Raumenergiekonverter erfunden. Der wird immer als Ammenmärchen heute dargestellt. Das Witzige war nur, der wurde damals von Professorenkollegen an den Universitäten Trondheim, Kopenhagen, München und Berlin sogar verifiziert und daraufhin hat der englische Geheimdienst das Ding eingesackt. Und Kohler hat vor den Augen des englischen Geheimdienstes dieses Zeug reproduziert. Und die Sachen sind dann alle irgendwo verschwunden. Und heute findet man angeblich diese Unterlagen im Internet. Und beim NET-Journal, bei Adolf Schneider, da Ja. gibt es auch so eine Schrift, die habe ich mir mal für ein paar Kreuzerle gekauft. Ja klar, man liest es, man versucht es nachzubauen, nur um festzustellen, das sind so viele Fragen offen, das ist so bruchstückhaft dann rausgekommen. Die haben wirklich so viel verschwinden lassen von der Information, dass das, was man heute findet, völlig unzureichend ist. Also alles, was ich mit meinem Nachbau kriegen konnte, waren regionale Radiosender. Ja. Das heißt aber, dass nicht, dass das Patent oder dass das, was Kohler damals entdeckt hat, nicht funktioniert hat, sondern das heißt nur, dass die Informationen und die Details Die sind seiner Forschung, verschwunden. die verschwunden Ich habe sind, ja. sogar mal jemanden getroffen, der mir sehr glaubhaft gezeigt hat, ich habe es aber nicht in die Finger nehmen dürfen, wie viel zu dem Cola da noch da war. Wenn ich das in die Finger bekommen hätte, hätte ich mir gerne eine Kopie gezogen. Ja. Wenn es ein Patent, ich sag das jetzt, frag das jetzt ganz naiv, wenn es ein Patent gewesen ist, müsste man doch eigentlich in München anklopfen und sagen, guckt doch mal Ihre Unterlagen von vor 80, 90 Jahren, da müsste das Patent doch noch vorhanden Ich sein. meine, sie waren nicht in München patentiert. Nee, aber Beim das Europäische Patentamt müsste das ja quasi zentral, aber ich gut. weiß es nicht. Also,
In dem Basic Suppression, da findet man auch eine ganze Reihe von Patenten, die offiziell unter Geheimhaltung gestellt wurden. Ein Patent unter Geheimhaltung? Ja, über 5000 Stück solche. Nach Ablauf der 20-Jahre-Frist? Ja, die sind offiziell unter Geheimhaltung. Aha. Braucht man nur mal in PaceWiki googeln. Das ist schon eine kuriose Welt. Aber an sich, unter dem Stichwort freie Energie, müsste ja so etwas der Menschheit frei zugänglich. Also eigentlich ist ja diese ganze Geheimhaltung, da spielen andere Machtinteressen, aber auch bei den Forschern ist es natürlich schwierig, wenn so etwas dann immer zurückgehalten wird. An sich, man kann es irgendwo verstehen, aber eigentlich wäre es natürlich etwas, was angesichts der Probleme der Menschheit zur Verfügung gestellt werden müsste. Es gibt auch manchmal Erfinder, die selber nicht so arg viel verraten. Also wenn du bei dem Terawatt oder bei dem Ludwig nachschaust auf der Internetseite, die verraten nur so viel, dass sie sicher sind, dass es keiner so selber nachbaut. Ja. Die wollen ja auch noch Geld dafür kriegen. Gut. Aber ja. Ich denke, über kurz oder lang werden sich auch Firmen finden, die das vermarkten. Ja. Und dann wird die Energie frei. Also man muss halt, wenn ich eine Bohrmaschine kaufen will, dann muss ich Magneten kaufen, dann muss ich eine Spule kaufen. Und wenn ich geschickt bin, gehe ich in den Baumarkt rein und kaufe mir das Ding schon im montierten Zustand. Und so ist es halt auch bei den freien Energiemaschinen. Ja. Also ohne eine Maschine geht es nicht. Nur die Versorgung braucht halt hinterher keine Kosten. Gehen wir bei deiner, bleiben wir jetzt von den Patenten anderer und von den Forschungsergebnissen anderen, kommen wir zurück zu dem, was du entwickelt hast. Wie war da dein Weg und wie waren die Hürden, bis das dann auch unumstößlich akzeptiert wurde? Naja, der erste Schritt war ein philosophisches Konzept. Das heißt, ich habe mal angefangen zu begreifen, im Raum gibt es Energie. So, und jetzt muss ich anfangen zu begreifen, wie komme ich da ran? Also ich muss diese Energie ja irgendwie wandeln. Und da können wir jetzt dann mal einen Blick auf die fundamentale Theorie werfen. Also da fangen wir an zu überlegen, wie finde ich einen Weg, um an diese Energie ranzukommen? So, jeder von uns kennt einen Magneten. Wir haben als Kinder alle damit gespielt. Der Magnet erzeugt ein Magnetfeld. Und wenn der Relativitätstheorie Glauben schenken darf, dann läuft dieses Magnetfeld mit endlicher Geschwindigkeit in den Raum. Also die Relativitätstheorie sagt Lichtgeschwindigkeit, aber es könnte auch eine andere Geschwindigkeit sein, das wäre mir egal. Sie ist nicht unendlich schnell, also das Magnetfeld kann nicht unendlich schnell den ganzen Raum erfüllen, sonst könnte man es benutzen, um unendlich schnell Informationen zu transportieren, was bekanntlich nicht geht. Und dieses Magnetfeld, das wird permanent abgestrahlt. Wo kommt jetzt die Energie her? Also wenn es keine Raumenergie gäbe, dann müsste der Magnet ein Perpetuum mobile sein. Aber das ist natürlich Quatsch, weil der Magnet macht ja ständig Energie. Das ist natürlich Quatsch, Perpetuum mobile gibt es nicht. Also muss es Raumenergie geben, die den Magneten versorgt. Der Magnet wandelt Raumenergie in Feldenergie, in Magnetfeldenergie um. Und gibt die wieder ab. Und gibt die ab als magnetisches Feld. Ja. Und die kann man in den Lehrbüchern nachlesen. Die Energiedichte E durch V, Energie pro Volumen, ist μ0 ½ b². Also das ist eine bekannte Sache. So, und dieser Magnet auf dem Bild, der gibt uns die ganze Zeit Energie in den Raum ab und die bekommt er aus dem Raum. Ja, pumpt jetzt der Magnet den Raum die ganze Zeit leer, habe ich mich als nächstes gefragt. Und das kann man auch nachrechnen, wenn man mal weiter gucken. Dann sehen wir, das Ganze geht auch für eine elektrische Ladung. Also das Q in der Mitte dieser Kreise da links ist eine elektrisch geladene Kugel. Ja. Q ist einfach das übliche Symbol in den Formeln. So, und diese elektrisch geladene Kugel, die strahlt Energie ab, also Feldenergie. Die erzeugt ja ein radial symmetrisches elektrisches Feld. Und jetzt lege ich um die Kugel eine Schale rum, eine dreidimensionale Kugelschale, und berechne die Energie in in dieser Kugelschale. Nach der Formel, die da steht, dann kann ich ein paar Volumenintegrale lösen und weiß, in der kleinen Kugelschale, die innen um das Q gezeichnet ist, wie viel Energie ist da drin. Und jetzt warte ich ein bisschen, das Feld propagiert ja mit endlicher Geschwindigkeit nach außen, und guck in der großen Schale, was da passiert, was da angekommen ist. Wie viel ist bei der Propagation angekommen? Und jetzt frage ich dich mal, Gewissensfrage, du bläst einen Luftballon auf. Glaubst du an die Gummierhaltung? Also ist die Menge des Gummis vor und nach dem Aufblasen gleich viel? Ist nur dünner, aber eigentlich... Ist dünner, aber großflächiger, aber gleich viel Volumen. Würde es kommt ja kein Gummi dazu und es geht kein Gummi weg. Richtig, würde ich sagen. Also ist anders verteilt im Raum, aber ist, wenn du es auf die Waage legst, gleich schwer. Ja. Luft nicht mitgewogen, nur der Gummi bleibt gleich viel. Und genau das passiert beim Feld nicht. Das ist nämlich die große Überraschung. Wenn du nachrechnest und dann guckst außen, ist plötzlich weniger Energie da. Mhm. Wilhelm Busch würde sagen, Sapperlott, das Ding wird lichter. Was ist Neues? Und wo geht jetzt die Energie hin? Natürlich in die Raumenergie zurück. Der Raum nimmt sich aus dem Feld die Energie zurück. Das heißt, weder der Raum wird leichter noch das Feld, sondern das ist ein Energiekreislauf. Das Feld breitet sich aus,
gibt dabei Energie an den Raum ab und der Raum seinerseits versorgt die Feldquelle wieder mit Energie. Und so ist es ein ständiger Energiefluss. Mhm. Und jetzt frage ich mich, kann man aus diesem Energiefluss was rausziehen? Ja. Und jetzt frage ich dich mal, wenn du einen Staubsauger nimmst, so ein Rohr, das saugt ja. Und wenn du da ein Windrädchen reinhältst, glaubst du mir, dass ich aus dem Energiefluss dieses Luftstroms mit dem Windrädchen was rausziehen kann? Also das Windrädchen dreht sich. Das Windrädchen dreht sich, genau. Das Windrädchen dreht sich, genau. Das ist also Bewegung, ja. Mechanische Rotationsenergie. Also ich saug die Luft an und das dreht sich. So, und jetzt mache ich das mal mit einer Feldquelle, die ist in Rot gezeichnet, die erzeugt mir ein Feld. Das macht eine anziehende Kraft, das saugt sozusagen. Und unten habe ich einen Rotor und das saugt mir sozusagen den Rotor. Als wäre es ein Staubsauger. Nur das ist kein Staubsauger, weil ja keine Luft sich bewegt. Das geht auch im Vakuum, wie ich gleich zeige. Das heißt, dieses würde sich nur dann bewegen, wenn der theoretische Ansatz, dass es eine solche Bewegung und Raumenergie gibt, stimmt. Ja, genau. Wenn das, denn das ist, es gibt keinen anderen Antrieb. Da ist keine andere Antriebsmechanismus bei diesen Rädchen mehr. Genau so ist es. Ja. Da kamen Zweifel von Fachkollegen, die räume ich auf den nächsten Folien gleich noch alle aus. Ja. Aber im Prinzip, das ist genau der Punkt, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn das Feld so fließt, dann müsste sich der Rotor drehen, aber es wird ja keine Energie verbraucht. Ich lade die rote Feldquelle einmal statisch auf und das war's. Und der Rotor dreht sich permanent. So, die anziehende Kraft, die kennt jeder. Du brauchst nur auf so einem Ledersessel einen Luftballon reiben, den an die Decke halten und irgendwann, wenn er nah genug ist, fliegt er hoch. Ja. Weil die Decke den saugt sozusagen. Ja. Und so saugt auch die Feldquelle den Rotor. Und die Kraftvektoren, die konnte ich mit finiten Elementen ausrechnen. Klassisches Rechenprogramm ENSYS. Computersoftware, die man kommerziell für ein paar zigtausend Kreuzerle kauft, steht in der Hochschule zur Verfügung. Und damit habe ich diesen Raumenergiekonverter simuliert. Und siehe da, klassisches Engineering-Programm zeigt mir, da müsste ein Drehmoment von 12 Mikronewtonmeter kommen. Und so ist es dann auch in der Messung. Also klassische Ingenieursoftware kann so ein Raumenergiekonverter echt rechnen. Das geht. Jetzt hat man dir... Da gehst du gleich drauf ein, den Hinweis oder den Vorhalt gemacht, dass dadurch, dass das im Raum und nicht im, also nicht in der Luft und nicht im Vakuum ist, könnten da Störelemente oder Störfaktoren eine Rolle spielen, die das ganze Ding verfälschen oder gar ad absurdum führen. Ja, die Ionen der Luft. Wenn ich die Feldquelle elektrisch auflade, dann könnten ja theoretisch Luftmoleküle ionisiert werden. Ja. Und die könnten durch die elektrische Spannung beschleunigt werden und auf den Rotor treffen. Und wenn die auf den Rotor schlagen, dann schieben die den weiter. Das Ganze nennt sich dann Biefeld-Braun-Effekt und ist seit den 30er, 40er, 50er, irgendwann schon jedenfalls seit vielen Jahrzehnten bekannt. Das schließt du aber aus, indem du denselben Versuch dann im Vakuum machst. Ja, genau. Ja. Ich tue es in die Vakuumapparatur rein. Das Witzige dabei ist, wenn ich dann das... Ich habe zuerst die Luft drin und schalte die Spannung ein und lasse den Rotor andrehen. Und dann pumpe ich das Gas ab. Und so bei 1013 Millibar, das weiß jeder aus dem Wetterbericht, das ist normaler Luftdruck. Und wenn ich dann so auf 1, 2, 3 Millibar runterkomme, das ist ein Bereich, wo nach dem Paarschen-Gesetz das Gas gut leitet. Dann bilden sich so viele Ionen, dass man das Ding rosa-rot fluoreszieren, richtig das Gas leuchten sieht. Und wenn die vielen Ionen kommen, dann dreht er sich nicht mehr, die Ionen stören. Und wenn ich dann den Druck abpumpe auf 10 hoch minus 5 Millibar, dass die Ionen weg sind, dann läuft er wieder. Ja. Also ich habe sogar bewiesen, dass die Ionen nur stören. Also die... nicht nur nicht den Antrieb organisieren, sondern die quasi sogar die Hinderungsgründe gewesen wären. Ja, natürlich, so ist es, genau so. Also wenn man weiter guckt, dann sieht man jetzt als nächstes mein historisches erstes Modell dieses Raumenergierotors. Ich arbeite ja Open Source und Open Source heißt kein finanzieller Support. Also das Ding ist aus Küchenalufolie entstanden, die Feldquelle auf einer IKEA-Pappschachtel aufgeklebt. Das Ganze als hydrostatische Lagerung, möglichst reibungsarm. Wie kriegt man die Reibungskoeffizienten asymptotisch gegen Null, indem man das Ganze auf eine Duschwanne sieht? Man sieht hinten rechts im Eck noch die Duschkabine. Da hatte ich Wasser einlaufen lassen und das Ganze hat mir dann ein Kollege mit einem pensionierter 70-jähriger Kollege, der hat mir so ein 14 kV-Versorgungsgerät für 1 Euro symbolisch gelötet und damit konnte ich das Ding dann in Betrieb nehmen. Das ist die wirklich sinnvolle Anwendung von Forschungsgeldern, die du nicht gekriegt hast. Ja, ja. Das.
Und das war dann das erste Modell im Vakuum. Bei Vakuum habe ich ja das Problem, dass das Wasser nicht vakuumtauglich ist. Also muss ich Öl unten reinmachen, dann muss ich das Ganze mit einem großen Pumpquerschnitt abpumpen, sodass ich das Ganze also schwimmend lagern muss. Wenn man so einen schwimmenden Körper aus Polystyrol herstellen will, nimmt man einen Joghurtbecher, isst den schön leer und schneidet dann die Höhe ab, die man braucht. Und dann kann man so einen Rotor ganz prima da reinbauen. Und das Ganze kommt dann in so eine Vakuumkammer rein. Das war jetzt noch ein anderer Rotor, den hatte ich auf Balsaholz schwimmend gebaut. Links sieht man die Vakuumkammer, rechts die Feldquelle auf dem durchsichtigen Deckelflansch. Das war Acryl, dass man auch schön sieht, wie er sich dreht. Und das hast du dann in Magdeburg gemacht? Ja, das habe ich. Ich habe ja zu Hause kein Labor und keine Vakuumeinrichtung und nichts. Und die Otto von Guericke Universität seit jeher dem Vakuum nicht abgewandt. Die haben mir dann so, na, schau halt einfach mal vorbei. Und dann hatte ich da einige Male vorbeigeschaut und so nach 1 bis 1,5 Jahren hatten wir es dann auch hinbekommen, dass das Ding ganz schön funktioniert hat. Und dann haben die Kollegen mir gesagt, ja, aber jetzt müsste man ja noch nachweisen, dass nicht nur die Luftmoleküle oder die Luftionen nichts machen, sondern dass es überhaupt keinen Effekt gibt. Also weis uns, wenn wir dich ernst nehmen sollen, weis uns erstmal nach, dass es keinen physikalischen Effekt überhaupt gibt, der den zum Drehen bringen kann auf klassischem Wege, egal ob der physikalische Effekt schon entdeckt ist oder nicht. Also weiß uns. Egal ob der Effekt schon entdeckt ist oder nicht. Ja. Die dogmatisierten Kollegen sind da relativ streng. Die sagen also, weiß uns nach, dass es keinen einzigen physikalischen Effekt gibt, der das Ding von der Feldquelle zum Rotor auf dem klassischen Weg zum Drehen bringt. Und dann fängt man an zu tüfteln, wie macht man das? Und dann eigentlich kann ich es nur über die Leistung. Also wenn da keine elektrische Leistung abfließt, ich lade die Feldquelle auf und der Rotor dreht sich. Jetzt messe ich die mechanische Leistung von der Drehung und dann messe ich die elektrische Leistung aufgrund von Isolationsverlusten. Nobody is perfect. Auch die Isolation ist nicht ganz perfekt. Und wenn die elektrische Leistung auf keinen Fall ausreicht, um die mechanische zu erklären, dann ist ja klar, dann gibt es keinen Effekt. Weil einfach die Leistung nicht reingeht, die hinten rauskommt. Also kann man diese Frage auch seriös beantworten, wenn man denn ein Picoampermeter hat. Und mein Kollege in Magdeburg, der Wolfram Knapp, der hat ein ganz tolles Picoampermeter, der zählte nämlich 100 Elektronen pro Sekunde. Also mit aller Technik dazu, der ist nebenbei auch noch promovierter Elektroingenieur. Und der hat mir eine elektrische Messung vom Feinsten dahingelegt. Und deswegen kann man auf der nächsten Folie den Vergleich zwischen der... Ah, schade, die habe ich vergessen. Jedenfalls können wir den Vergleich zwischen der elektrischen und der mechanischen Leistung sehen. Mhm. Es gab ein bisschen elektrische Leistungsverluste, eben wie gesagt, weil die Isolation nicht ganz perfekt war. 3 Nanowatt musste ich elektrisch reinstecken und 150 Nanowatt kamen mechanisch raus. Mit einer Torsionswaage habe ich das dann ausmessen können, die Leistung auf dem Öl. Das heißt, wenn du in Overunity sprechen würdest, dann müsste man sagen, der Wirkungsgrad liegt bei 5000%. Aber das ist in dem Sinn kein treffender Begriff, weil eigentlich gar keine Energie reingeht und das Ding ist aus Raumenergie als sogenannter Selbstläufer, also ist auch ein üblicher Fachbegriff im Raumenergiewesen, als Selbstläufer angetrieben und die 3 Nanowatt sind nur Leistungsverlust. Und das ist aber etwas, was dann auch kontinuierlich an Output wieder rausgeht. Ja, das läuft. Also das heißt, du hast einmal die Ladung am Anfang und hast eigentlich dann ein Gerät, was produziert und produziert und produziert. Ja, bis auf diese geringen Verluste hier. Ja. Ja. 150 klingt schön, aber Nanowatt klingt weniger schön. Also betrachte ich das Ganze als wissenschaftlichen Grundlagenbeweis, da stört mich das Nano nicht. Aber wenn ich die Menschheit mit Energie versorgen will, es gibt von der DPG, von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Berufsorganisation der deutschen Physiker an den Hochschulen, gibt es eine unabhängige Studie, die von Shell gefinanziert wurde. Eine unabhängige Studie von Shell finanziert. Ja, genau. Ach so, die sagt, das muss man so. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, natürlich. Die sagt uns einen Verbrauch von 1500 Exajoule pro Jahr voraus. Ja. Und da sind natürlich meine 150 Nanowatt weitaus zu wenig. Das heißt, dieses Ding, was ich hier vorgestellt habe, das ist eine schöne Sache für einen wissenschaftlichen Grundlagenbeweis. Aber wir brauchen eine andere Maschine, um die Leute zu versorgen. Ja gut, also das ist völlig richtig und auch völlig klar. Nur die Basis, die du hiermit gelegt hast, ist ja etwas, auf die dann jemand, der die Mittel und den Willen dazu hätte, das im Industrie- und im großen Maßstab umzusetzen, aufsatteln könnte. Also insofern ist das Fundament gelegt. Ja, das ist da, das ist völlig da. Ja. Und
dann habe ich gesagt, auf dem Fundament lässt sich eine leistungsfähige Maschine aufbauen. Ja. Deswegen gehe ich von diesen 150 Nanowatt jetzt weg und will Kilowatt erzeugen. Ja. Also es ist praktisch der Anwendungsteil, der jetzt kommt. Da habe ich zuerst gesagt, die Ingenieure müssen ran. Und dann habe ich festgestellt, die versuchen irgendwas zu basteln, aber die wirkliche Naturphilosophie, die mir im Hintergrund stand, die fehlt den Ingenieuren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich meine Theorie weiterentwickeln, bis wir so weit kommen, dass eine leistungsfähige Maschine dabei rausschaut. Jetzt schauen wir uns, es gibt einen kleinen Film, wo man die Möglichkeit hat, auch das einfach nochmal wirklich in natura zu sehen, deine Versuchsanordnung. Den schauen wir uns jetzt gerade mal ganz kurz Der an. ist noch an Luft, Ja. aber ich finde es sehr schön, der passt genau jetzt gut. Man sieht unten den Joghurtbecher mit dem Rotor und oben die Feldquelle. Und wenn eine Spannung von 4 bis 5 Kilovolt aufgedreht wird, dann zentriert sich der Becher unter der Feldquelle und bei 10 Kilovolt jetzt, da fängt er an zu laufen. Man sieht eigentlich sehr schön, wie sich der dreht. Im Vakuum könnte er sich genauso drehen, wenn nicht das Öl etwas zäher wäre, also durch die Zähigkeit der Lagerungssubstanz dreht er sich etwas langsamer, aber wenn man die nötige Geduld hat, ist das schon kein Problem. Und zugegeben, an Energie wird jetzt nichts mehr. Die Ladung ist jetzt einmal erledigt. Hier bei dem Ja. Luftmodell habe ich es nicht gemessen, aber Ja. im Vakuum ist es so, die Ladung ist einmal erledigt bis auf kleine Isolationsverluste und dann wird nichts mehr an Energie zugegeben. Genau, Alles der klar. dreht sich endlos, überwindet die Reibung im Wasser, aber also wie ein Schiff das fährt, überwindet ja auch die Reibung im Wasser, aber es wird keine Energie mehr zugeführt. Der Wirkungsgrad, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen und das auch wirklich zu verstehen, der Wirkungsgrad, den du mit 1000 oder 5000 angegeben hast, ist ja, wenn man genau hinguckt, eigentlich gar nicht wirklich berechenbar, weil es ja eine endlose Wirkung Ja, ist. das ist richtig. Wenn man Ja. die Isolation besser macht, Ja. dann braucht man keinen Wirkungsgrad mehr berechnen. Es gibt in der Vakuum. Das sagst du so locker dahin. Man braucht kein. Das ist das, womit hier irgendwelche tollen Kernkraft- und sonstige Kraftwerke angeben, sagen, wir haben einen Wirkungsgrad von 300 oder von 600% und du hast ein No, die paar. kriegen die Kernkraftwerke, die kriegen haben eine Wärmekraftmaschine drin und die Ja. hat einen Wirkungsgrad von 45% vielleicht. Ja, 45. Ja. 45. Dafür bringen sie uns um. Ja, Und okay. die sagen immer, alles, was über 100 ist, macht man lächerlich. Es gibt in der Raumenergietechnologie zwei Begriffe. Es gibt die Over-Unity-Maschine, das ist ein ganz normaler Raumenergiekonverter, so wie dieses LUTEC-Gerät mit 1440%. Und es gibt die sogenannten Selbstläufer, die eben vollständig aus Raumenergie versorgt werden. Und wenn eine Over-Unity-Maschine weit genug über 100% liegt, kannst du jede Over-Unity-Maschine zum Selbstläufer machen. Du brauchst ja nur am Ausgang eine Lichtmaschine antreiben und sag mal, ich stecke 100 Watt rein und kriege 500 Watt raus. Von den 500 Watt benutze ich 100 Watt, um eine Lichtmaschine anzutreiben Ja. und die 100 Watt zurückzuführen. Die anderen 400 kriegt da, Ist ein Nettogewinn. es sind Nettogewinn. Ja, genau. Und wenn die Lichtmaschine einen schlechten Wirkungsgrad hat, dann muss ich halt von den 500 Watt 200 nehmen, um hinten wieder 100 zu kriegen, habe ich halt nur 300 Ja, Nettogewinn. ja, Das ist dann der Selbstläufer. Die werden aber vollständig aus Raumenergie versorgt und dann gibt es keinen Wirkungsgrad. Gut. Gehen wir zum nächsten Chart. Die nächste Folie zeigt eigentlich den dritten und letzten Teil der Präsentation. Also wie gesagt, 100, no, das war schon die wir hatten. 150 Nanowatt ist ein schöner wissenschaftlicher Grundlagenbeweis, es wird auch inzwischen von keinem Kollegen mehr angezweifelt, sehr beruhigend. Aber große Energieproduzenten lachen darüber, weil man sagt, mit 150 Nanowatt kann man die Menschheit nicht versorgen. Klar. Klar, also es muss eine leistungsfähige Maschine her, ebenso wie diese vielen anderen, die man da im PS-Wiki findet. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt nochmal zurück in die Theorie. Ohne Labor kann ich ja nichts machen. Also ich gehe nochmal zurück in die Theorie und entwickle so ein Ding wenigstens in der Theorie. Wir schauen uns nochmal die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder an. Meine Idee war ja, dass sich das elektrische und das magnetische Feld mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Das ist ja auch in der Computerfertigung heute drin, also so falsch kann es gar nicht sein.
Und das nütze ich jetzt nochmal. Stellen wir uns mal vor, zum Beispiel, wir nehmen die linke Kolumne, wo drüber steht, zwei Körper, die sich einander annähern. Da gibt es eine Kugel 1 und eine Kugel 2. Das können elektrisch geladene Kugeln sein, das können auch Magnete sein. Also nehmen wir zum Beispiel Magnet 1 und 2. Von oben nach unten skaliere ich die Zeitpunkte TA, TB, TC an den Indizes zu sehen. Das ist die fortlaufende Zeit in drei Schritten. Und von links nach rechts Raum. Ja. Eine Dimension, eine Ortsdimension. So, jetzt gucke ich mal zum Zeitpunkt TC auf die Kugel Nummer 2 am Ort X2C und frage mich, welche Magnetkraft empfindet diese Kugel? Wäre das statische Coulomb-Gesetz mit unendlicher die statische Lorentzkraft bei den Magneten, muss ich sagen, mit unendlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder richtig? Dann müsste man sagen, das ist der Abstand von der Kugel 1, X1C bis X2C, also der grüne Pfeil. Ja. Tatsächlich aber habe ich eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feldes und dazu gucke ich mir diesen kleinen roten Pfeil an und frage, am Zeitpunkt TC erreicht der kleine rote Pfeil die Kugel 2. Wo und wann musste der kleine rote Pfeil Feld losgelaufen sein, damit er am Zeitpunkt TC bei der Kugel 2 ankommt? Und wenn ich den Pfeil jetzt zurückverfolge bis zum Zeitpunkt TA, dann sehe ich, dass er zum Zeitpunkt TA bei der Kugel X1A am Ort X1A loslief, sodass also dieser kleine rote Pfeil die Strecke nach dem blauen Pfeil durchlaufen musste. Also die tatsächliche Wechselwirkungskraft berechnet sich nicht aus der grünen Länge, sondern aus der blauen Länge, weil ich die Signalgeschwindigkeit für die Laufzeit der Felder mit drin habe. Wenn ich heute eine Bohrmaschine im Supermarkt kaufe, dann ist genau das nicht berücksichtigt, weil man sagt, das sind Nanosekundeneffekte, das vernachlässigen wir. Ist für eine klassische Bohrmaschine eine feine Sache. Ja. Das Problem ist nur, die Näherung unterdrückt die Erkenntnis der Raumenergie. Und deswegen muss ich diese Näherung gemeinsam mit der Computerfertigung aufgeben und sagen, nicht nur Computerfertigung ist Hightech, sondern auch Raumenergiemaschinen sind Hightech. Und dann müssen wir das bitteschön auch wie Hightech behandeln und genau rechnen. Und dann geht's ganz prima. Der Trick ist nämlich der, wenn ich jetzt anfange, die zwei Kugeln zu bewegen, dann kann ich ja die Kraft modulieren. Das heißt, ich kann es ja machen, der blaue Pfeil ist länger als der grüne Pfeil. Und weil die Magnetkräfte quadratisch, 1 durch r Quadrat, quadratisch mit dem Abstand abnehmen, das heißt, je weiter die Kugel, je größer die Strecke ist, umso kleiner die Kraft, kann ich ja sagen, ich habe in Wirklichkeit am Zeitpunkt T2 eine viel kleinere Kraft, als es nach dem statischen Gesetz sein müsste. Wenn ich die rechte Kolumne anschaue, wo die beiden Kugeln nicht zueinander hinlaufen, sondern voneinander weglaufen, dann ist es genau umgekehrt. Das heißt, ich kann die beiden Kugeln zueinander hinlaufen und die hinlaufen lassen und die Anziehungskraft verringert sich dadurch. Ich kann die Kugeln voneinander weglaufen und die Anziehungskraft vergrößert sich. Und wenn ich das jetzt mit zwei Magneten mache, die ich mit einer Feder aneinander fixiere, dann sehe ich die beiden Magneten, M1 und M2, die schwingen. Kann man sich ja vorstellen. Physiker sagen dazu harmonischer Oszillator. Die schwingen einfach so hin und her. So, und jetzt lasse ich die mechanisch genauso schwingen, wenn die Feder die beiden zusammenziehen will, aufgrund der sowieso vorhandenen Federkraft, dann kommt die Signallaufzeit der Felder und will in dem Moment auch zusätzlich verstärkt zusammenziehen. Und wenn die Feder auseinanderziehen will, dann kommt die Signallaufzeit der Felder dagegen und zieht abgeschwächt auseinander, sodass ich die Feder stark zusammenziehe und dann, wenn die Feder bremst, abgeschwächt. Und dann wieder stark zusammenziehe und so schaukelt sich die Schwingung ganz prima auf. Das Problem dabei ist, dass die mechanische Bewegung der Kugeln, also ich habe ja Magnete und die wiegen meinetwegen 50 Gramm das Stück und die Feder, die ist endlich, die ist natürlich viel, viel langsamer als die Bewegung der Felder. Das Feld, das läuft vielleicht mit Lichtgeschwindigkeit und die Kugeln, die laufen, naja, träge. Ja. Das heißt, ich habe da zwei Geschwindigkeiten, die völlig unterschiedlich sind. Misaligned, ja, wie ja, die Engländer, ja, überhaupt nicht aneinander angepasst sind. Und diese Fehlanpassung, die heißt, dass ich hier plötzlich nur noch 0, irgendwas Nanowatt rauskriege, also noch weniger Leistung rauskriege. Das klappt schön als Raumenergiekonverter, auch mit Luft, aber ich kriege noch weniger Leistung raus. Das ist natürlich traurig, also muss man sich sagen, was muss ich machen? Ich muss irgendwie die Geschwindigkeiten aneinander anpassen. Und der erste Ansatz war die Frage, kann ich nicht die Feldlaufgeschwindigkeit anpassen? Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Also zwischen den zwei Kugeln, die zwei Kugeln mache ich jetzt zu den Platten eines Kondensators und mache eine Spule dazwischen. Dann habe ich im Prinzip einen LC-Schwingkreis. Und jeder weiß das im LC, jeder Elektroingenieur weiß das, im LC-Schwingkreis die elektrischen Felder hin und her schwingen, elektrische und magnetische Felder schwingen.
Und der Trick dabei ist, dass ich über die Induktivität und die Kapazität die Laufzeit der Felder steuern kann. Das heißt, ich habe nicht mehr diese irre hohe Geschwindigkeit bei der Vakuumlichtgeschwindigkeit für die Felder, sondern ich kann über eine Spule, wo das Feld durch den Draht durch muss und einen weiten Weg hat, das Feld viel besser bremsen. Das ist die Sache, um die elektrische Seite zu bremsen. Und der zweite Teil, und das sieht man jetzt auf der Folie, die schon da ist, der nächste Teil ist, jetzt habe ich die Felder gebremst, jetzt muss ich auch noch die Mechanik beschleunigen. Die Feder, die da drin war, die muss ja immer die Kugeln abbremsen und beschleunigen und bremsen und beschleunigen, damit die hin und her gehen. Und eine rotierende Scheibe, die macht ja auch immer hin und her und hin und her, ohne bremsen und beschleunigen zu müssen. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Automotor so schlecht, weil man den Kolben dauernd bremsen und beschleunigen muss. Wenn man es drehen lassen kann, wäre das viel günstiger. Ja. Das kennen wir ja nach Felix Wankel. Aber dazu kommst du auch noch. Das ist eine ganz andere Sache. Wenn ich es also drehen lassen kann, dann brauche ich nicht dauernd bremsen und beschleunigen und dann kriege ich diese Steifigkeit der mechanischen Feder raus und dann kriege ich die mechanische Geschwindigkeit hoch. Und so habe ich durch zwei Maßnahmen die elektrische Geschwindigkeit runter und die mechanische Geschwindigkeit hochgedreht, bis es zusammenpasst. Und dann kann ich dieses Modell da in der Größe, das ist glaube ich mit so einer Abmessung von ungefähr 10 cm Länge und macht 1,07 Kilowatt. Ich könnte auch noch viel mehr, ich könnte auch 20, 30 Kilowatt da rausziehen, da verglüht mir nur der Kupferdraht. Deswegen lasse ich es bleiben. Ich glaube, das sehen wir auf der nächsten. Auf der nächsten Folie habe ich dann gesagt, ich zeige nur mal spaßeshalber die Energie in der Spule, wie die sich aufschwingt. Also ich stupfe den Magneten einmal an und schaue, wie die Energie in der Spule sich aufschwingt. Jetzt ist die gesamte Zeitachse, also die waagerechte Achse, die stellt eine Sekunde dar. Und in der Höhe habe ich von 0 bis gut 400 Joule, also ich habe 400 Watt, in der ersten Sekunde des Anlaufs schon einen Energiegewinn in der Spule. Und in der nächsten Folie sehen wir den Gesamtenergie der Maschine. Da ist ja nicht, also die Folie haben wir raus. Da ist ja nicht nur die Spule, sondern auch noch die kinetische Energie im Magneten, die zunimmt. Da haben wir insgesamt 700 Watt Gewinn da drin. Und dieses Bild, was wir hier sehen, da hatte ich mal mir überlegt, wenn ich sowas praktisch bauen will. Also da haben mich viele Ingenieure gefragt, wie könnte man sowas bauen. Da haben sie gesagt, also, am billigsten sind Stabmagnete. So ein Stabmagnet, 2 Zentimeter, also so ein Daumen dick und 10 Zentimeter lang. Aus seltenen Erden kann man kaufen, so etwa um 20 bis 30 Euro. Das ist also nichts, was uns wehtut. Und die Kupferwindungen, neuen Kupferwindungen, kann man als Blitzableiter im Baumarkt kaufen. Man braucht einen relativ dicken Draht, also deswegen würde ich einen Blitzableiter empfehlen. Und so sieht dann das Design aus. Das wäre halt dann der Sprung von der, ich sag mal, der Laborsituation zu einer Anwendung, die man im Zweifelsfalle auch in größerem Maßstab nutzen könnte. Im Prinzip ja, im Prinzip wäre das der Sprung. Ja. Und na gut, was auf dem Bild nicht zu sehen ist, auf der Folie zuvor war es drauf, das sind die Kondensatoren. Die kommen im Preis noch dazu, das ist wahrscheinlich der teuerste Teil. Aber dadurch wird es dann ungefähr vergleichbar teuer wie eine Bohrmaschine. Aber es hätte einen etwas anderen Effekt und etwas andere auch Laufzeit in dem Sinne. Aber du weißt, das ist dann die letzte, dann so ein bisschen ironisch darauf hin, dass natürlich auch diese freie Energie letztendlich keine kostenlose Energie ist. Ja, wenn man die Maschine kauft. Und ich sage es deshalb als Enttäuschung. Also angenommen, ich zahle jetzt 1000 Euro und kaufe einen 2 kW Motor. Dabei schätze ich mit 1000 Euro sehr teuer ab. Also ich könnte vielleicht auch sagen, nur ein paar hundert. Aber ich will mal lieber vorsichtig sein. 2 Kilowatt mal 24 Stunden mal 300 65 Tage, das Ding läuft ja rund ums Jahr und mal 30 Jahre könnte so eine Maschine vielleicht laufen, wenn man die solide baut. Dann rechne ich einfach aus, wie viele Kilowattstunden ich da rausziehe und dann habe ich irgend sowas von Centbruchteilen pro Kilowattstunde. Wenn natürlich die Maschine billiger ist, also wenn man die in großer Serie produziert, wird es natürlich günstiger. Das ist klar. Also niemand muss gleich mit 0,1 Cent pro Kilowattstunde zur Kasse gebeten werden, wenn man das Ding ein bisschen günstiger herstellt. Insofern muss das Wort Enttäuschung an sich in Anführungsstriche geschrieben werden, denn natürlich ist es klar, dass ein solches Gerät nochmal Geld kostet, aber auf der anderen Seite ist das, was an Effekt rauskäme, und wir haben jetzt überhaupt nicht über, müssen wir auch dann in dem Fall gar nicht mehr über die ökologische Dimension, über die Naturdimension, über die Ressourcen, über die Nachhaltigkeit, das ist alles erledigt. Aber ich denke eigentlich mit der Maschine so ein kleines bisschen an den guten alten Inder Mahatma Gandhi. Ja.
Damals war die Kolonialzeit und die englische Kleiderindustrie hatte die grandiose Idee, da gibt es Inder so viele, wenn wir denen irgendwie durch Verkaufspsychologie klar machen, die sollen Kleider kaufen, dann haben wir genug Arbeit für die gesamte englische Tuchmacherindustrie. Und da hat der Gandhi gesagt, ja, so einfach lassen wir uns nicht unser armes Geld aus der Tasche ziehen und uns versklaven, wir machen die Kleider selber. Und so stelle ich mir das auch vor. Im Prinzip kann man das auch selber machen. Das Problem dabei ist, dass man noch einiges an Forschung wird reinstecken müssen, bis da gibt es noch eine ganze Reihe von Detailfragen. Du kennst ja die Geschichte, im Detail steckt der Teufel. Ja. Also eine ganze Reihe von Detailfragen klären muss, und dadurch halte ich es nochmal für ein paar Jahre wirklich seriöse Grundlagenforschung, seriöse, ernsthafte Forschung, bis man das Ding wirklich so zum Laufen kriegt, dass man sagt, okay, jetzt gibt es ein Toolkit und jeder kann sich eins bauen. Aber das wäre eigentlich so ein bisschen die Möglichkeit. Wobei, ich stelle mir natürlich schon die Frage, diese Forschung, die ich machen müsste, kann ich nicht, weil Open Source das nicht trägt. Also das gibt es nicht her. Ich kann diese Forschung im Bastelkeller nicht realisieren. Da muss man sich die Frage stellen, ob ich das Open Source so weitermachen will oder ob ich es irgendwann dann aufgebe, einfach weil ich sage, wenn ich es nicht aufgebe, muss ich die ganze Maschine aufgeben. Ja. Aber vielleicht finden sich andere, die es bauen. Nur ich habe jetzt immer das Problem, da finden sich so viele Hobbybastler, die es bauen wollen. Und das geht einfach nicht. Das muss man wirklich Es muss im industriellen Stand, ja. professionell auf einen seriösen Stand Ja. Es ist halt nur, das weißt du, und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt hier nicht ausführen müssen, dass die Resonanz und das Umgehen mit einem solchen Thema, auch mit einer solchen Person wie dir, deutlich macht, dass hier ein Kapitel aufgeschlagen wird im Bereich bei dem Thema Energie, was ja auf massiven Gegenwind und auf massiven Widerstand stößt, weil natürlich billionengroße und schwere ökonomische Interessen dagegen stehen. Das ist klar. Das ist inzwischen. Aber auf der anderen Seite, das ist halt hier auch unsere gemeinsame Aufgabe. Man muss ähnlich wie Gandhi den Ansatz eben von unten finden. Und letztendlich dazu beitragen, dass es die Menschen selber wollen, so wie sie die Gentechnik auch von der Basis her wegbekommen haben, müssen wir die Raumenergie von der Basis Ja, herholen und das ist genau der Grund, warum ich so glücklich bin, dass ich hier im Alpenparlament reden darf. Das heißt, Millionen von Leuten müssen es wissen. Wenn es niemand weiß, will es niemand. ja. Aber wenn die Mehrheit, wir sind das Volk, und wenn wir in Mehrheit das Ding wollen, die Raumenergie hat keinen erkennbaren Nachteil, dann wird sich's durchsetzen, dann kann man es nicht einfach wegschieben. Und deswegen kann ich nur sagen, allen, die das hier hören, alle, die den Film sehen, erzählt es weiter, sagt es euren Freunden und Bekannten, erzählt es jedem, es gibt eine saubere Energieform. Und wenn sich dann rumgesprochen hat, dann wird es auch klar. Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Klaus. Ich danke dir für dein beharrliches und mutiges Engagement auf dem Gebiet. Ich weiß, dass das nicht immer einfach war und ist und sein wird. Und insofern war es mir eine große Freude, uns eine große Freude, dass du heute hier warst. Und wir wünschen dir für die Zukunft und wir wünschen uns mit deiner Idee natürlich auch für unsere gemeinsame Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank. Ich danke der Familie Frischknecht, dem Alpenparlament und allen Leuten vom Team ganz herzlich für diese grandiose Publikationsmöglichkeit. Liebe Zuschauer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Wir blenden noch einmal die Internetadresse von Professor Turtor ein, die ich jetzt nicht vorlese, weil sie etwas kompliziert ist, aber man kann sie im Laufband lesen. Da, wie gesagt, gibt es auch umfangreiche und noch weitergehende Informationen und eine sehr große Präsentation, die insbesondere für die, die naturwissenschaftlich fit sind, ein Leckerbissen sind und einfach das, was wir heute nur kurz haben ansprechen können, noch einmal grundlegend vertieft. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.